HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Spielt der HSV ein siebtes Jahr in Folge in der zweiten Liga? Nach dem 1:1 in Fürth und dem Absturz auf Platz 4 droht die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart sogar die Relegation zu verpassen. Der Abstand auf Holstein Kiel und damit einen direkten Aufstiegsplatz beträgt bereits 7 Punkte. In unserer heutigen Folge von HSV, wir müssen reden, ist es also höchste Zeit, einen echten Aufstiegsexperten zu Wort kommen zu lassen, der zudem auch mit Steffen Baumgart befreundet ist. Er grinst schon in der Leitung, aber zuvor begrüße ich erstmal meinen Kollegen Alexander Laux. Moin Alex. Moin, ich dachte schon, du meinst mich mit Aufstiegsexperten, aber so oft bin ich leider noch nicht aufgestiegen. Moin Stefan, freue mich. Ich glaube, wir in Hamburg haben noch gar nicht nachgewiesen, dass wir Aufstiegsexperten sind. Ja, mit St. Pauli als Reporter tatsächlich. Ja. Also ich habe immer beide Vereine betreut früher. Einmal bin ich mit St. Pauli quasi aufgestiegen. Okay, damit bin ich wohl derjenige, der über die geringste Aufstiegserfahrung hier verfügt. Und wir wollen aber noch jemanden hinzuholen, der uns beiden auf jeden Fall einiges voraus hat. Er ist der erfolgreichste Trainer der Zweitligageschichte. Der ist der einzige Coach, der 6-mal in die Bundesliga aufgestiegen ist und seit Dienstagabend ein frisch gebackener DFB-Pokalfinalist ist. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Sie kurz nach Ihrem großartigen Erfolg begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Friedhelm Funkel. Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich mache das gerne und wie Sie wissen, ich spreche gerne über Fußball und ich spreche auch gerne über den HSV, wenn wir darüber sprechen sollen. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Ja, weil, kann ich vielleicht am Anfang direkt verraten, mein großes Idol in den 60er, 70er Jahren war ein HSV-Spieler. Wer kann das gewesen sein? Ja. Seeler. Hätte ich jetzt auch getippt, Herr Funkel. Ja. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Nochmal kurz zum Einzug ins Pokalfinale. Wie und wo haben Sie das denn gefeiert und mit welchem Kaltgetränk vielleicht? Oder war es ganz bescheiden? Das war bescheiden. Das war ja schon relativ spät. Zumindest für mich war es schon relativ spät. Wir sind erst um 1:30 in Kaiserslautern wieder angekommen und das Spiel hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, auch für mich. Und von daher bin ich dann wirklich direkt ins Hotel gefahren und habe mich schlafen gelegt. Die Jungs haben ein bisschen länger feiern dürfen. Sie sind noch in der Stadt gewesen und haben wirklich mit, das war 2:30, 3:00, mit vielen, vielen tausend Fans vom 1. FC Kaiserslautern gefeiert. Das durften sie auch. Wenn man da nicht feiert, wann will man sonst feiern? Und die Jungs haben gestern oder heute im Training gezeigt, dass sie nicht nur feiern, sondern auch an Fußballspielen gedacht haben. Wir haben gut trainiert gestern und heute. Und wir fahren sehr, sehr gut vorbereitet am morgigen Tag eben nach Hamburg und bereiten uns gut auf das Spiel gegen den HSV vor. Das heißt, Sie haben Ihrer Mannschaft gar nicht freigegeben, haben wir da rausgehört, ne? Wenn Sie gestern direkt wieder trainiert haben. Haben Sie denn wenigstens auch so lustige Fotos zugespielt bekommen von den nächtlichen Feierlichkeiten, wenn Sie schon selber nicht dabei sein konnten? Ja, das ein oder andere Foto habe ich natürlich bekommen, aber zwischen zwei solchen Spielen, wo die Zeit relativ kurz ist, gibt es keinen freien Tag. Wir haben gestern regeneriert und waren dann aber auch direkt auf dem Platz gestern Nachmittag und da kann man nicht freimachen in der englischen Woche, das wissen die Spieler, das haben sie auch verstanden und sie bekommen noch den einen oder anderen Tag frei, jetzt im Laufe der nächsten Woche. Mhm. Über die Situation beim HSV, Sie haben es ja eingangs schon angesprochen, über den HSV reden wir gleich noch. Ich muss noch mal fragen, ganz naheliegend natürlich, alle werden jetzt sagen, ja, Leverkusen ist der klare Favorit, die werden das gewinnen. Und wie gehen Sie jetzt da, mit welchen Gedanken, jetzt schieben Sie das jetzt erstmal natürlich wieder zur Seite, aber mit welchen Gedanken gehen Sie denn an die Partie dann? Sie kennen sich ja aus mit Favoritenstürzen, Sie haben das ja selbst mal als Spieler erlebt. Glaube ich, war sogar als Jugendlicher auch im Olympiastadion, als Sie mit Uerdingen die Bayern geschlagen haben und habe auch ein bisschen mitgefeiert, muss ich gestehen, obwohl ich kein Uerdingen-Fan war damals. Und ist das so ein bisschen vergleichbar mit damals? Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen. Wir hatten ja damals auch gar keine Chance. Wir hatten überhaupt keine Chance, gegen die erfolgreichen Bayern Pokalfinale überhaupt darüber nachzudenken, dass wir das Spiel gewinnen können. Wir waren der Underdog. Uns kannte kaum jemand auf ganz Deutschland bezogen. Nur wenige Spieler waren vielleicht in Deutschland bekannt, die anderen nur in der Region, in Nordrhein-Westfalen. Und diese Chance, die wir nicht hatten, die haben wir dann genutzt, wenn ich das mal aussprechen darf. Ja, also wir selber haben daran geglaubt und wir haben alles dafür in diesem Spiel getan, was man tun kann. Wir sind gerannt wie die Verrückten, wir haben uns reingeworfen, wir haben alles gemacht und dann musst du halt ein bisschen Spielglück haben, dann musst du darauf hoffen, dass der Gegner nicht seinen allerbesten Tag erwischt, so wie gestern. Also gestern, das war ja beeindruckend, was Leverkusen da
zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf geboten hat. Aber es sind noch 6 Wochen Zeit, bis dahin kann viel passieren, bis dahin sind sie deutscher Meister. Und dann schauen wir mal, was dann wirklich am 25. Mai ist. Chancenlos ist man nie. 1985 war das Pokalfinale, über das Sie gerade gesprochen haben, mit Bayer Oerding gegen den FC Bayern, das Sie gewonnen haben, an der Seite Ihres Bruders Wolfgang. Und fast ein Jahr später haben Sie dann auch schon die nächste Sensation erlebt, auch wieder mit Wolfgang, meine ich, dann auch als Spieler. Im Europapokal der Pokalsieger, Viertelfinale war es, soweit ich vorhin das nochmal nachgesehen habe, 0-2 haben Sie mit Bayer Oerding das Hinspiel bei Dynamo Dresden verloren und dann 7-3 furios im Rückspiel sind Sie als Sieger vom Platz gegangen. 11 Freunde, das bekannte Fußballmagazin, hat diese Partie zum größten Fußballspiel aller Zeiten gekürt. Und auch heute ist es eben noch bekannt als das Wunder von Grotenburg. Ziehen Sie eigentlich solche Sensationen magisch an, jetzt auch mit Blick auf den Mai dieses Jahres? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich erzählen, was ich selber alles erlebt habe. Wir haben ja nicht nur zu Hause gewonnen in der Höhe, wir lagen ja zu Hause auch zur Halbzeit noch 3-1 zurück. Und wenn Sie das dann zusammenzählen, 2-0 verloren, wir lagen 5-1 zurück in der Halbzeit. Und wir haben trotzdem das Spiel gebogen, obwohl wir in der Halbzeit natürlich nicht mehr so 100% daran geglaubt haben. Dann wären wir ja Fantasten und da wären wir ja verrückt gewesen. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen versuchen, in der zweiten Halbzeit zumindest den Ausgleich zu erzielen oder vielleicht sogar noch knapp zu gewinnen. Das sind wir unseren Zuschauern schuldig. Das sind wir den Leuten an den Fernsehapparaten schuldig. Wir sind das erste Mal live im Fernsehen gewesen, außer das Pokalspiel, aber international. Und da wollten wir einfach nicht 1-3 oder 1-4 auch noch zu Hause verlieren. Und als wir dann das 2-3, das 3-3 gemacht haben, dann das 4-3 gemacht haben, dann kam auf einmal der Glaube zurück. Und was wir dann läuferisch und kämpferisch geleistet haben, das kann man gar nicht beschreiben. Heute wäre das Wort Pressing, das wäre Kindergarten. Ja, so sind wir auf den Gegner draufgestürmt, haben den unter Druck gesetzt, haben auch verbal versucht, den Gegner natürlich ein bisschen zu attackieren, haben das ein oder andere Foulspiel provoziert, weil damals konnte man noch nicht jedes Foulspiel erkennen. Heute kann man das alles nicht mehr machen. Die Kameras sind so viele Kameras da, dann kommt der Kölner Videokeller und das war damals alles gar nicht. Das haben wir natürlich ausgenutzt. Und dann kam das 5-3, 6-3. Bei 6-3 haben wir nochmal Glück gehabt. Hat unser Torwart sensationell einen Ball gehalten. Das war der einzige Ball in der zweiten Halbzeit, der auf unser Tor kam. Bei 6-4 wären wir wieder ausgeschieden gewesen. Damals noch mit Auswärtstorregelung. Genau. Und im Gegenzug machen wir ja das 7-3. Und ja, was danach passiert ist, darum kann ich nachvollziehen, was meine Spieler in der vorletzten Nacht erlebt haben. Das habe ich als Spieler nämlich in der Nacht nach dem 7-3 erlebt. Das war halt 4-5-6 Uhr gefeiert und dann am nächsten Tag trotzdem trainiert und am Wochenende gut gespielt. Okay, Ihr Bruder Wolfgang hat ja auch eine wesentliche Rolle gespielt bei dem Spiel, hat 3 Tore erzielt. Uns interessiert mal, Ihr Bruder hat dann doch einen etwas anderen Weg eingeschlagen, ist jetzt nicht mehr im Profifußball aktiv, so zumindest soweit wir wissen. Warum ist das so gekommen? Sie sind jetzt noch mittendrin und Ihr Bruder gar nicht mehr. Wie kam's? Ja, Wolfgang war ja, wenn man die gesamte Karriere sieht, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Er hat 2 A-Länderspiele, er hat ganz knapp die WM 86 in Mexiko verpasst. Er war ein herausragender Fußballspieler. Aber Wolfgang ist insgesamt ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender, obwohl er auch sehr lebhaft sein kann und so weiter und sehr viel Spaß machen kann. Aber ich meine, das ist auf den Fußball bezogen. Und Wolfgang war nie jemand, der das Traineramt angestrebt hat, der wollte nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, er wollte nicht vor einer Mannschaft stehen, er wollte nicht die Verantwortung für eine Mannschaft haben, er wollte nicht diese Dinge, die ich seit 30 Jahren mache, vor den Medien stehen und dort alles versuchen zu erklären. Das war nicht so die Welt von Wolfgang. Er hat sich immer für Fußball interessiert. Er war einige Jahre Co-Trainer bei mir, 4 oder 5 Monate, bei Armin Fee, bei Wolfgang Wolf. Aber selbst die Verantwortung übernehmen, das wollte er nicht. Und ich finde das ganz stark, dass solche Leute das dann selber erkennen. Und da gibt es ja auch ganz, ganz namhafte Co-Trainer, Peter Herrmann, Armin Reutershahn, die lange in der zweiten Reihe gearbeitet haben, aber nie in den Vordergrund wollten. Und wenn man das selber erkennt, dann ist das einfach sehr gut. Und bei Wolfgang war das so. Liebe HSV-Fans, hier ist Stefan Walter und ich muss mich leider einmal kurz aus dem Off hier einschalten und mich für die Tonprobleme, die euch in den nächsten 5 Minuten bei den Aussagen von Friedhelm Funkel erwarten, entschuldigen. Wir haben uns trotzdem entschieden, die Aussagen zu senden, weil wir sie inhaltlich für gut befinden. Und ich verspreche euch, nach diesen 5 Minuten
geht auch der Ton reibungslos bis zum Ende durch. Vielen, vielen Dank für euer Verständnis. Ist er denn trotzdem noch ein wichtiger Ratgeber für Sie heute? Sie haben ja auch gerade gesagt, er hat anfangs als Co-Trainer gearbeitet, über das nötige Know-how verfügt er ja. Ja, der liebt den Fußball ja auch nach wie vor und geht ab und zu ins Stadion, schaut sich die Spiele am Fernseher oder im Stadion an. Hier nach Kaiserslautern darf er nicht mehr kommen. Ich habe ihm Stadionverbot erteilt, weil er war jetzt zweimal da und wir haben beide Heimspiele verloren. Also der darf nicht mehr kommen. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Er interessiert sich für Fußball und ja, er lebt auch nach wie vor Fußball. Und wir sprechen viel über Fußball. Wir sehen es im Moment ein bisschen weniger. Aber ansonsten, als ich mein Rentnerdasein gelebt habe, haben wir uns 2-3 Mal die Woche getroffen, haben uns immer über Fußball ausgetauscht. Auch jetzt tauschen wir uns über Fußball aus. Das geht ja auch am Telefon. Von daher ist mir das schon ganz wichtig, den Rat von Wolfgang mir anzuhören. Wie ist das denn so, Herr Funkel? So ein Trainerjob bringt ja auch viel Druck, viel Stress mit sich und man braucht ja auch irgendwie jemanden, so eine Vertrauensperson, wo man das mal abladen kann oder wo man sich mal beraten kann, aussprechen kann. Ist das dann Familie oder sind das Leute aus dem Profibereich? Wie gehen Sie damit oder machen Sie das einfach mit sich aus und mit Ihrer ganzen Erfahrung? Das kann man heutzutage nicht mehr nur mit sich ausmachen. Dafür prasselt zu viel auf einen ein. Ganz, ganz großer Ratgeber ist meine Frau, die übrigens aus Hamburg kommt, großer HSV-Fan ist und sehr viel vom Fußball auch versteht. Sie ist Psychotherapeutin, Entschuldigung. Und seitdem wir zusammen sind, habe ich auch einen etwas anderen Einblick auf den Menschen und so weiter. Dann gibt sie mir schon sehr, sehr viele Ratschläge. Mit ihr kann ich mich da sehr, sehr gut drüber austauschen. Dann gibt's natürlich aus der Fußballszene den einen oder anderen, wo ich mich gerne mal mit austausche, Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Nennen Sie mal ruhig Namen, mit wem Sie dann so sprechen. Nennen Sie mal ruhig Namen, mit wem Sie dann so sprechen, ja, aus der Branche. Reutersahn, Peter Herrmann, das sind Ikonen im deutschen Fußball, die ganz, ganz, Armin Reutersahn war auch beim HSV, lange bei Frank Bagelshoff Co-Trainer, der war über 30 Jahre Co-Trainer. Ja, unterhalte mich natürlich viel mit meinem Trainerteam, da tauschen wir uns auch aus. Da ist der direkte Austausch, weil wir jeden Tag zusammenarbeiten. Also ich mache längst nicht mehr alles mit mir selber aus. Anfangs meiner Karriere war das so, das muss ich eingestehen. Aber man lernt ja in jedem Beruf, von jedem Jahr, wo man Berufserfahrung hat, immer mehr dazu. Ist das? Von daher würde ich das heute nie mehr machen, alles selber entscheiden, alles wissen. Ich will gar nicht alles wissen, was im Umfeld passiert und so weiter. Das ist viel zu viel. Das Wesentliche muss ich erfahren. Wenn ich dann meine Spielanalyse mache, wenn ich mal über das Spiel sprechen will, dann spreche ich mit den eben genannten darüber. Ist das die größte Herausforderung, so eine Gruppe mit so vielen Menschen zu führen, weil Sie das eben mit Ihrer Frau gesagt haben, ne? Irgendwie, das ist das noch wichtiger als früher vielleicht, als Sie angefangen haben? Viel, viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Die Ansprüche sind ganz anders geworden. Wenn ich an meine ersten Jahre vor 31 Jahren denke als Trainer, da war Armin Reutersahn und ich, wir waren ganz alleine. Da war keiner, wir hatten keinen Trainerstab oder sonst irgendwas. Wir haben beide, die Kader waren da dementsprechend noch ein bisschen kleiner, hast du 18 bis 20 Spieler gehabt. Und du musstest das Training machen, du musstest die Analyse machen, du musstest das Torwarttraining machen. Wir wussten, wenn wir ehrlich sind, gar nicht, wie das geht. Wir haben einfach auf die Kiste geballert. Ja, der Torwart stellte sich ins Tor und wir haben von 16 Meter aufs Tor geschossen. Das hat sich ja alles geändert. Der ganze Trainerstab ist viel, viel ausgewogener, viel, viel größer geworden. Bei dem einen oder anderen aus meiner Sicht viel, viel zu groß, ganz, ganz eng um sich herum haben. Und dann hat man natürlich noch 25, 28, 30 Spieler. Und da braucht man jemanden, der auch das Zwischenmenschliche erkennt, wo man sich mit austauschen kann, der darüber viel, viel informierter und viel mehr Bescheid weiß als ich. Und wenn das die eigene Frau ist, da kann es eigentlich gar nichts Besseres geben. Ja, Herr Funkel, in Ihrer Trainerkarriere ging es ja fast immer entweder um den Auf- oder um den Abstieg. Da haben Sie dann natürlich auch häufig das Gespräch zu Ihrer Frau gesucht. Wie lautet denn Ihr Rezept, um mit solchen extremen Drucksituationen, die man ja auch in Hamburg und gerade beim HSV kennt, wie lautet Ihr Rezept, um mit solchen Situationen umzugehen? Ja, einfach, und das ist wirklich so, dass ich den Druck überhaupt nicht an mich ranlasse.
Ich versuche den wirklich von mir wegzuschieben und viel zu sprechen mit den Spielern. Und da hilft mir einfach, dass ich meinen Job einfach liebe. Mein Trainerjob, vorher mein Spielerjob. Und ich bin mit Leib und Seele Fußballtrainer. Mein ganzes Leben oder fast mein ganzes Leben besteht aus Fußball, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und versuche dann positiv vorne wegzugehen, auch vor den Spielern, versuche ihnen Druck zu nehmen, versuche eben mit Dingen wie, Fußball ist wichtig, aber Fußball ist letztendlich nicht das Allerwichtigste auf der Welt, und versuche dann Dinge in Gesprächen mit den Spielern zu führen und den auch den Druck zu nehmen. Das ist oftmals gut gegangen, nicht immer gut gegangen. Ne, ist ja nicht so, dass ich nur aufgestiegen bin und so weiter. Ich habe auch einige Abstiege gehabt. Da hat es eben nicht funktioniert. Aber der Spaß ist mir nie verloren gegangen. Darum mache ich das heute auch noch. Und Druck habe ich in der Tat wenig verspürt. Man ist phasenweise angespannter. Man ist vielleicht etwas nervöser. Aber als Druck habe ich das wirklich nie empfunden. In Hamburg war das jetzt in den vergangenen Jahren häufig ein Thema. Ne? Der HSV wie der FCK, auch ein Traditionsverein, da gibt es immer spezielle Erwartungen. Und da gab es den einen oder anderen Trainer, der eben diese Erwartungen nicht erfüllt hat. Jetzt ist mal gerade wieder ein bisschen Katerstimmung. Sie kennen das ja, ist ja auch immer ein bisschen wochenabhängig. Das ändert sich auch schnell wieder in Euphorie. Aber im Moment ist gerade wieder Katerstimmung, weil es eben sportlich nicht ganz so läuft, wie erhofft, mit dem Trainerwechsel. Sie kennen ja Steffen Baumgart auch persönlich, wenn wir da richtig informiert sind. Ist er in Ihren Augen der Richtige, um jetzt im Saisonendspurt doch die Trendwende zu schaffen? Nach Ihrem Spiel vermute ich mal natürlich. Ja, ich glaube ganz, ganz fest, dass Steffen der Richtige ist. Ich habe ihn in Rostock ein Dreivierteljahr als Spieler gehabt, also von daher kenne ich ihn schon ein Stück weit besser. Steffen ist total erfolgsorientiert, verlangt von seinen Spielern sehr, sehr viel. Das hat er als Spieler mir früher auch gegeben, und das gibt er den Spielern heute als Trainer genauso. Und er ist vollkommen fokussiert auf seine Aufgabe. Und ich glaube auch, dass er nach wie vor die Chance mit dem HSV hat, in die Bundesliga aufzusteigen. Wir haben es anfangs gesagt, 7 Punkte Rückstand auf Holstein Kiel, das ist schon ein Brett. Aber wenn ich richtig informiert bin, kommt Kiel, glaube ich, noch zum HSV, wo man den Abstand ja dann im direkten Duell möglicherweise etwas verkürzen kann. Es kann eng werden, und Steffen wird mir das nicht übel nehmen, das weiß er ja. Ich hoffe natürlich am Samstag, dass wir nichts dazu tun, dass der HSV möglicherweise noch aufsteigt, sondern dass wir dort einen Punkt holen, vielleicht auch 3. Aber danach hat der HSV ja immer noch genügend Spiele. Wenn er die alle gewinnt, kann er zumindest noch Dritter werden. Also Steffen ist einer, der als allerletzter die Flinte ins Korn wirft. Und er strahlt Optimismus aus. Und das sieht man auch am Spielfeldrand, das hat man in Paderborn gesehen, das hat man beim 1. FC Köln gesehen, und das wird man auch beim HSV sehen. Also Steffen ist der richtige Trainer für den HSV, und das wird er auch noch unter Beweis stellen. Ja, Steffen Baumgart ist ja dann auch in Köln auf Sie gefolgt, nachdem Sie die Relegation gewonnen hatten gegen Kiel damals. Ganz lieben Gruß von Jonas Meffert soll ich ihn übrigens ausrichten, gegen den Sie damals gespielt hatten, als er noch im Kieler Trikot war. Wie oft stehen Sie denn im Kontakt mit Steffen Baumgart heute noch? Ja, das ist unregelmäßig. Seitdem er in Hamburg ist, haben wir noch keinen Kontakt, aber das ist ja noch nicht so lange. Genauso wie ich jetzt beim 1. FC Kaiserslautern bin, dann hat man auch andere Dinge im Kopf. Das ist bei mir so, und das ist bei Steffen genauso. Aber in Köln haben wir uns das ein oder andere Mal getroffen, und auf Veranstaltungen, wo wir gemeinsam waren. Das war immer wirklich sehr, sehr schön. Und dann haben wir natürlich über Fußball gesprochen. Und er hat den FC Köln wirklich in den Europapokal geführt und hat dann aufgrund von, sie haben eine Transfersperre gehabt, die konnten Spieler nicht verpflichten. Dadurch ist das zweite Jahr ein bisschen schlechter gelaufen, und man hat sich beidseitig halt geeinigt, getrennte Wege zu gehen, wovon ich davon überzeugt wäre, wenn er noch beim 1. FC Köln wäre, hätte er mit der Mannschaft auch die Klasse gehalten. Aber die haben sich anders entschieden, so ist das.
Und von daher freue ich mich auf Samstag, Steffen, mal wieder kurz zu sehen am Spielfeldrand. Und darüber hinaus werden wir in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe, bestimmt mal das ein oder andere Mal telefonieren. Mhm. Er ist ja mit zwei Siegen, zwei Niederlagen, einem Remis gestartet. Durchwachsener Start, kann man ja, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Hätten Sie gedacht, wäre erfolgreicher gestartet? Ja, das ist immer schwer, das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich habe für ihn gehofft, dass er den Kontakt enger zur Spitze hält. Und es ist ein bisschen größer geworden, aber es ist überhaupt noch nichts verloren. Und wenn Steffen mitten in der Saison kommt, ist es auch nicht so einfach, als Mannschaft direkt die richtigen Dinge auf dem Platz umzusetzen, die Steffen umgesetzt haben will. In Köln war das anders. Hat er angefangen zur neuen Saison, hat die ganze Vorbereitung gehabt, das war ein bisschen leichter. Und ich bin aber davon überzeugt, dass er den richtigen Weg mit dem HSV gehen wird. Er hat mit dem Kapitän, mit Schonlau ja schon in Paderborn zusammengearbeitet. Der weiß genau, wie Steffen tickt. Der wird das auch seinen Mitspielern mit auf den Weg gegeben haben. Und sie werden in den nächsten Wochen zueinander finden. Und dann muss man abwarten, ob es in diesem Jahr dann endlich reicht, direkt wieder dann in die Bundesliga oder über die Relegation in die Bundesliga aufzusteigen, oder ob man möglicherweise noch einen neuen Anlauf nehmen muss in der neuen Saison. Ja, der Faktor Zeit spielt dann natürlich wirklich eine große Rolle. Sie haben es ja gerade auch gesagt, in den nächsten Wochen wird dann die Mannschaft und der Trainer mal besser zueinander finden. Dann könnte es ja möglicherweise aber auch schon zu spät sein. Alex hatte gerade auch schon die Startbilanz von Steffen Baumgart angesprochen, die er sich selber natürlich auch anders vorgestellt hätte. Sie selber sind jetzt auch in Kaiserslautern bereits bei ihrer 12. Trainerstation. Wie schnell muss denn ein Trainer Erfolg haben, um auch die Mannschaft von vornherein mitzunehmen, damit die Spieler dem Trainer eben dann auch folgen? Ja, A, glaube ich, dass die Spieler beim HSV Steffen schon folgen. Also das Gefühl habe ich aus der Ferne. Das Gefühl habe ich auch aus den Kommentaren, die Spieler in verschiedenen Interviews geäußert haben. Das glaube ich schon. Erfolge spielen dabei natürlich eine ganz, ganz große Rolle, ohne Frage. Du musst versuchen, direkt an die Spieler heranzukommen, die Spieler mitzunehmen, die Erfahrenen, die wichtigen Leistungsträger natürlich sofort auf deine Seite zu bekommen, weil die auch dafür verantwortlich sind, was in der Kabine passiert. Das ist eminent wichtig, aber Steffen ist auch eine Art Menschenfänger, das weiß ich ja. Ich habe ihn als Spieler erlebt, wie er mit Kollegen umgegangen ist. Ich habe vieles aus Köln gehört, wo ja ganz viele Spieler noch unter ihm gespielt haben, die ein paar Wochen vorher noch mit mir zusammengearbeitet haben. Und daher weiß ich, dass er mit seiner Herangehensweise Spieler einfangen kann. Er ist manchmal ein bisschen grob, aber das ist seine Art. Und das muss man als Spieler, als Bundesligaspieler auch abkönnen. Er ist überhaupt nicht nachtragend, sondern er versucht die Spieler so schnell wie möglich für sich zu gewinnen. Und das wird er auch, von mir ganz fest überzeugt, in Hamburg schaffen. Und ich habe es eben gesagt, wenn es in dieser Saison nicht klappt, dann hat er ja noch die Möglichkeit, auch wenn es dann natürlich unruhiger wird. Sie haben es ja gesagt, im Moment ist es schon relativ unruhig, aber dann sollte man darauf vertrauen, dass wenn er eine komplette Vorbereitung hat, dann auch im nächsten Jahr ganz, ganz anders auftritt. Dass sie das in diesem Jahr wollen, dass jeder das will, dass der HSV aufsteigt in Hamburg, das weiß ich, aber manchmal ist es halt so, dass es nicht von Anfang an so klappt, wie man sich das wünscht. Wie ruhig oder unruhig ist es denn im Moment in Kaiserslautern? Ich meine, der Pokaleinzug hilft Ihnen natürlich enorm, kann ich mir vorstellen, um da die Hoffnung zu schüren. Ja, vielleicht schildern Sie einmal kurz die Situation, wie sie sich da in der Pfalz im Moment darstellt. Ja, als ich gekommen bin, war es sehr, sehr unruhig. Und wir haben dann mit dem 1-1 in Nürnberg eigentlich einen guten Start hingelegt. Wir haben gut gespielt, wir haben verdienten Punkt geholt. Und dann kam natürlich die Ernüchterung im ersten Heimspiel hier zu Hause gegen den Karlsruher SC, wo wir in der Halbzeit ordentlich gespielt haben,
aber dann 0-4 verloren haben, dann war natürlich hier auch ganz, ganz schlechte Stimmung. Das ist bei Traditionsvereinen so, so wie Sie das gerade geschildert haben. Dann waren die Fans sehr, sehr aufgebracht, zu Recht übrigens, weil wir in der zweiten Halbzeit katastrophal gespielt haben. Und da sind mir natürlich sofort die Augen geöffnet worden und wir mussten dann ein paar Dinge verändern. Und dann hat die Mannschaft allerdings einen sehr, sehr guten Charakter gezeigt. Wir haben dann auch im Norden oder Nordosten in Rostock 3-0 gewonnen, haben ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt, haben eine Top-Antwort darauf gegeben, haben dann zu Hause gegen Osnabrück nach zweimal Rückstand 3-2 gewonnen. Dann ist die Stimmung schon deutlich besser geworden, ne? Innerhalb der Mannschaft, bei den Fans, bei den Zuschauern. Dann haben wir in Hannover ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben auch dort einen Punkt geholt, haben also 7 Punkte von 9 möglichen geholt. Dann wurde die Stimmung besser. Dann haben wir gegen Fortuna Düsseldorf hier zu Hause ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, eigentlich das Beste unter meiner Regie, haben aber 3-1 verloren. Und die Fans haben aber die Leistung anerkannt. Ja, wir haben bis zur 75. Minute 1-0 geführt und wir haben wirklich gut gespielt und haben durch zwei Unaufmerksamkeiten das Spiel letztendlich noch verloren und jetzt in Saarbrücken gewonnen, was für die Fans natürlich ganz, ganz wichtig war, das Derby. Man ist nicht gerade befreundet, um das freundlich auszudrücken, zwischen Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern. Und danach, habe ich ja eben angedeutet, war eine unglaublich euphorisierte Stimmung hier bei uns und im Moment ist die Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Und wir müssen an die letzten Spiele anknüpfen, damit diese Stimmung erhalten bleibt. Es kommen am Samstag 6.000 Menschen mit nach Hamburg. Ich meine, das ist ja nicht mal gerade um die Ecke. Ja, da fährt man ja 8, 9, 10 Stunden mit dem Bus und wieder zurück. Da ist man den ganzen Tag unterwegs. Und daran sieht man, was auch hier, wie beim HSV, möglich ist. Bei uns sind auch 48.000 Zuschauer bei Heimspielen. Bei euch ist das ähnlich. Ich glaube, über 50 gehen bei euch rein. 57, also, genau. Die Fans, die lieben die beiden Vereine. Und wenn man da Leistung bringt, dann ist die Stimmung auch gut. Das ist beim HSV so, das ist bei uns so. Und ich hoffe, dass uns genauso wie die HSV-Fans der Mannschaft helfen, um in den nächsten Wochen erfolgreich zu sein. Ja, gerade dieser Faktor Fans und auch die Auswärtsfahrer, das ist eben auch genau das, was Traditionsvereine dann eben auch auszeichnet. Genau. Sie haben es gerade beschrieben, das ist bei Kaiserslautern natürlich ähnlich im Vergleich zum HSV. Was hat Sie eigentlich gereizt, diesen Trainerjob beim 1. FC Kaiserslautern dann nochmal anzunehmen und vor allem sich auch diesem Stressfaktor Abstiegskampf noch einmal ja auszusetzen oder sich das Ganze nochmal anzutun? Andere mit 70 Jahren, mit Verlaub, die sitzen dann auch gerne mal auf der Couch und genießen ihr Rentnerdasein. Sie haben sich für einen anderen Weg entschieden. Was waren die Gründe? Ja, aber das habe ich ja lange genug gemacht. Ja, ich war in den letzten 2 Jahren nach meiner kurzen Mission beim 1. FC Köln, wo wir die Klasse gehalten haben, war ich sehr, sehr viel in Urlaub. Ja, mit Freunden, aber vor allen Dingen auch natürlich mit meiner Frau. Und das haben wir total genossen. Und das ist jetzt 1,5 oder 2 Jahre her. Und da hat man sehr, sehr viel Urlaub gemacht. Man hat das genießen können. Man hat viel Spaß gehabt. Man hat viel Sport gemacht. Und ja, dann kam auf einmal wieder der Reiz, nachdem ich im Stadion war, in Düsseldorf gegen Kaiserslautern, in Bochum gegen den 1. FC Köln und war dort als Experte am Spielfeldrand. Und da hat es eigentlich da habe ich wieder Spaß gehabt. Ich, Mensch, das wäre nochmal was, wenn du nochmal auf der Bank sitzen würdest. Du bist, jetzt hätte ich fast gesagt, jung bin ich ja nicht mehr. Aber ich bin gesund. Ja, ja. Ich bin fit und da spielt das Alter keine Rolle. Spielt wirklich keine Rolle. Und als die Anfrage dann kam, musste ich nicht lange überlegen. Und erst FC Kaiserslautern, ich habe hier gespielt, ich bin zwischendurch immer mal nach Lautern gefahren und habe mir hier das ein oder andere Spiel angeschaut. Das ist ein besonderer Verein, das ist eine besondere Atmosphäre. Und da habe ich gesagt, Mensch, komm, mach das nochmal, das sind jetzt 3 Monate. Du kannst das schaffen. Ne? Es gibt keine Garantie, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Du hast die Möglichkeit, tatsächlich nochmal ins Pokalfinale zu kommen. Da habe ich ja im Leben nicht mehr dran geglaubt, das auch nochmal schaffen zu können. Das eine habe ich jetzt geschafft und das andere will ich unbedingt mit der Mannschaft schaffen. Und das ist genau, wie Sie eben mit Druck wir über Druck gesprochen haben. Das ist kein Stress für mich,
sondern das ist anstrengend, überhaupt keine Frage. Ja, in dem Alter ist das ein oder andere schon anstrengender als vor 20 Jahren. Das muss man natürlich zugeben. Und man braucht auch mehr Regenerationszeit. Darum bin ich auch am Dienstagabend früh ins Bett gegangen. Oder früh, um 1:30, viertel vor zwei. Ja, früher wäre ich mitfeiern gegangen. Ist ja auch ganz klar. Das geht natürlich dann nicht mehr. Man muss Prioritäten setzen. Aber ich bin mit Leib und Seele nach wie vor Trainer. Mir macht Spaß, jeden Tag mit den Jungs zu arbeiten. Und ich habe einen überragenden Trainerstab. Ja, die Arbeit in der Woche mit mir zusammen, aber überwiegend die vier, auf den Platz machen, sodass ich mich in Ruhe darauf vorbereiten kann, die Gespräche mit den Jungs zu führen, beim Training die Jungs gut zu beobachten. Ich muss nicht mehr die Übungen oder die Dinge selber durchführen. Da habe ich vier ganz, ganz tolle Jungs an meiner Seite, die das perfekt machen. Und die Jungs wissen das, die Spieler wissen das, dass ich sie permanent beobachte, dass ich sehe, wenn einer mal ein bisschen nachlässig ist, dass ich sofort dann einschreite, aber nicht mehr bei den Trainingsübungen. Es ist nicht mehr ganz so anstrengend, wie es früher der Fall war, aber wenn der Spieltag kommt, wenn die Vorbereitung kommt, dann ist das schon sehr, sehr anstrengend. Und wenn das Spiel dann abläuft, da merke ich schon, dass ich ein bisschen mehr Regenerationsphase brauche, aber ansonsten ist das wunderbar. Sie haben eben die 3 Monate angesprochen, da muss ich noch mal kurz nachhaken. Ist es denn beim Klassenerhalt völlig ausgeschlossen, dass Sie noch ein bisschen Zeit dranhängen? Wie ist die Verabredung? Also ich habe in den letzten 3-4 Jahren gelernt, dass ich nichts im Leben mehr ausschließe. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Habe ich mir auch angewöhnt. Ja, wir werden das natürlich genau beobachten, ob wir dann vielleicht uns nicht nur am Sonnabend, sondern auch in der nächsten Saison nochmal wiedersehen hier in Hamburg. Sie sind im Laufe Ihrer langen Trainerkarriere natürlich auch das ein oder andere Mal entlassen worden. Das gehört dann auch ein Stück weit zum Trainerjob dazu. Wie lange brauchen Sie eigentlich, um so eine Entlassung zu verarbeiten, um dann auch wieder Energie für die nächste Aufgabe zu finden? Das ist ganz unterschiedlich gewesen. In der Regel ging das eigentlich relativ schnell. Man hat sich vernünftig voneinander getrennt. Es gab mal die eine oder andere Unstimmigkeit. Da war man ein bisschen verärgert. Wie 2002 war das, glaube ich, beim 1. FC Köln oder 2003. Da bin ich völlig unvorbereitet entlassen worden. Aber das ging dann noch trotzdem ganz gut. Andreas Rettich hatte mich, der heutige DFB-Geschäftsführer, hat mich damals entlassen. Und schön ist zu hören, dass er ein paar Jahre später gesagt hat, das war der größte Fehler seiner Managerkarriere, mich so früh zu entlassen. Das hört man dann natürlich gern. Und wir sind heute auch wieder ganz, ganz dick befreundet. Bei den anderen Stationen war das relativ easy, relativ locker. Auf meiner vorletzten Station, da habe ich sehr, sehr lange gebraucht. Das war eine Freistellung, eine Entlassung, ein Rauswurf bei Fortuna Düsseldorf, der mich sehr, sehr getroffen hat. Wir haben knapp 4 Jahre wirklich sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet, die Klasse gehalten, aufgestiegen, in der Bundesliga 10. geworden mit 46 Punkten. Das war außergewöhnlich für einen Aufsteiger. Und dann im nächsten Jahr haben wir in der ersten Halbserie ein bisschen Probleme gehabt, waren 16. Aber es war alles ganz, ganz eng beieinander. Und nach 2 Spielen der Rückrunde bin ich dann wirklich über Nacht entlassen worden. Ich habe niemals damit gerechnet, weil ich auch davon überzeugt war, mit der Mannschaft die Klasse zu halten. Und das hat lange gedauert, weil das hat bestimmt 4-5 Monate gedauert, weil ich das nicht nachvollziehen konnte. Das hat wehgetan. Das einzige Mal, wo es wirklich wehgetan hat, weil die Fans und die Mannschaft und alles drumherum in Düsseldorf hat ideal gepasst. Da wollte ich ja auch schon keinen neuen Verein mehr übernehmen, habe ich offiziell gesagt, wenn ich bei Fortuna aufhöre. Jetzt habe ich nicht aufgehört, sondern ich bin rausgeworfen worden. Dann kam Corona. Und dann habe ich mir gesagt, so darfst du eigentlich nicht aufhören. Mit so einer Entlassung, mit so einer Freistellung nach über 28, 29 Jahren, wenn jetzt nochmal irgendwie eine Anfrage kommt, wo du was bewirken kannst, dann machst du das. Und dann kam der 1. FC Köln, das war gut so. Jetzt ist der 1. FC Kaiserslautern und ich hoffe, das geht auch gut aus. Aber auf die Frage nochmal, Düsseldorf war sehr, sehr schmerzhaft. Da hing wahrscheinlich Ihr Herz dann wirklich dran. Das haben wir aus der Distanz verfolgt damals mit Ihnen und Düsseldorf. Da war ja eine sehr starke Bindung einfach da, ne? Und dann könnte ich mir vorstellen, ist es dann wirklich, wenn man da die Gründe nicht nachvollziehen kann und wirklich auch sehr stark verbunden ist mit dem Verein, mit dem ganzen Umfeld, fällt es dann schwerer und
Ja, man braucht ein bisschen länger, um das zu verarbeiten. Absolut. Interpretiere ich das richtig, ja? So war das. Jetzt war es ja dann bei Steffen Baumgart so, dass er dann auch nur in Anführungszeichen 2 Monate Pause hatte zwischen seiner Entlassung in Köln und seinem Engagement in Hamburg. Sie selber, habe ich vorhin nochmal gesehen, hatten auch mal zwischen ihrer Zeit beim VfL Bochum, Alemannia Aachen 2011 waren das, lagen gerade mal 5 Tage. Also Sie haben es ja gerade eindrucksvoll beschrieben auch, warum man das nicht so pauschalisieren kann, warum man manchmal ein bisschen länger braucht, um sich auf eine neue Aufgabe einzulassen, manchmal eben direkt auch wieder bereit ist. Steffen Baumgart hatte nach seinem Aus in Köln auch sofort gesagt, er ist direkt bereit, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Es hat dann 2 Monate gedauert, bis der HSV ihn kontaktiert hat. Er war dann auch sofort bereit, hier in Hamburg eben zu helfen. Würden Sie jetzt rückblickend sagen, oder war das aus Ihrer Sicht ratsam, dass Steffen Baumgart sich eben dann keine Auszeit genommen hat nach dieser intensiven Phase bei einem Traditionsverein in Köln und direkt wieder zu einem intensiven Traditionsverein gegangen ist? Ja, also ich kann das nachvollziehen. Steffen ist ja jetzt auch noch, ich weiß gar nicht, 20 Jahre jünger. Steffen ist um Ende 40 oder so, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Der hat ja noch eine eine viel, viel größere Power. Und 2 Monate sind schon eine lange Zeit, wenn man sich auch wie er so ein bisschen darauf vorbereiten konnte, dass die Zeit beim 1. FC Köln zu Ende geht. Das kam ja nicht über Nacht. Und von daher ist er ja auch jemand, der unglaublich viel Power ausstrahlt. Und ich glaube, dass diese 2 Monate absolut ausreichend waren, um wieder dann beim HSV anzufangen. Er wusste und weiß, worauf er sich da eingelassen hat. Und es war einfach auch eine Gelegenheit bei seinem Verein. Er hat immer wieder gesagt, dass er unglaublich gerne beim HSV mal Trainer werden würde. Und dass es ein Traum von ihm war. Und wenn der nach 2 Monaten Auszeit dann verwirklicht werden kann, hätte es mich sehr verwundert, wenn Steffen das nicht gemacht hätte. Weil nochmal, der ist wieder 100% bereit, diese Aufgabe bei solch einem großen Traditionsverein zu übernehmen. Es gab ja aber durchaus vor Weihnachten Spekulationen um Ihre Person, ne, mit dem HSV. Und Sie sollten angeblich auch auf der Kandidatenliste gestanden haben für die Nachfolge von Tim Walter. Klären Sie uns doch einmal auf, bitte. Wie viel war da dran? Gab es vielleicht einen losen Kontakt oder war das frei erfunden? Nein, das war in der Tat frei erfunden. Ich habe 0,0 Kontakte zum HSV gehabt und ich habe das natürlich auch medial immer wieder mitbekommen, aber da war 0,0 dran. Und es ist ja auch so gewesen, dass ich, dann hört man ja schon mal das ein oder andere medial selber, dass man angerufen wird von irgendwelchen Medienvertretern. Auch das war überhaupt nicht da, so dass, glaube ich, auch die mediale Welt da nicht so richtig dran geglaubt hat, dass das tatsächlich wahr werden konnte. Ja, kann ich so auf jeden Fall bestätigen, den Eindruck, den Sie gerade schildern. Jonas Bolt hat es damals auch dementiert nach dem Nürnberg-Spiel des HSV, das war das letzte Hinrundenspiel, hat dann ja auch an Tim Walter festgehalten und sich erst dann nach dem Rückrundenstart von ihm getrennt. Sie sind ja nicht nur mit Steffen Baumgart, sondern auch eben mit dem besagten Jonas Bolt auch befreundet. Gab es denn jetzt mal unabhängig von der aktuellen Zeit und der Zeit vor Weihnachten, gab es denn im Laufe der letzten Jahre mal von Ihnen Kontakt auch zu Jonas Bolt, wo es konkret um einen Job hier in Hamburg ging? Nein, überhaupt nicht. Jonas Bolt und ich, wir haben uns das eine oder andere Mal privat getroffen in Düsseldorf und auch in der Zeit, wo immer wieder darüber spekuliert worden ist, dass Tim Walter möglicherweise abgelöst werden soll oder nicht. Jonas hat das ja öffentlich immer wieder dementiert, immer wieder an Tim Walter festgehalten. Und wir haben auch in dieser Zeit, und das können Sie mir abnehmen, nicht einmal über den HSV gesprochen. Nicht ein einziges Mal. Wir konnten das gut trennen und haben dann auch, wir sind so eine nette Runde, die sich 3-4 Mal im Jahr treffen zum Essen. Wir haben nie über den HSV gesprochen. Das ist doch prima. Dann haben wir das endlich für ein für alle Mal aufgeklärt und abgehakt. Ja, sehr gut. Also dann bleibt aber Hamburg vorerst so ein weißer Fleck in Ihrer Trainerkarriere. Ist auch irgendwie schade. Ne? Vielleicht in der Zukunft müssen Sie Ihre Trainerkarriere noch ein bisschen verlängern, fürchte ich.
Ja, nee, das weiß ich. Der HSV, wie gesagt, lag mir immer am Herzen. Schon von 60er Jahren haben wir ja eben kurz drüber gesprochen. Uwe Seeler war mein Idol. Wie kam das? Das müssen Sie nochmal aufklären, wie das kam, dass er Ihr Idol wurde oder war. Ja, weil ich die Art und Weise, wie Uwe Fußball gespielt hat, beeindruckend fand. Er hat 90 Minuten geackert, immer gearbeitet. Was der, obwohl er ja nicht so groß war, für eine Kopfballstärke gehabt hat, wie er sich für die Mannschaft aufgeopfert hat, wie bescheiden er war, wie authentisch er war. Ja, von daher war das mein Vorbild. Und wir sind uns ja dann zwischendurch immer mal wieder, als ich dann auch ein bisschen älter wurde, über den Weg gelaufen, als ich dann Bundesligaspieler oder Trainer war. Und ich habe immer eine Gänsehaut gehabt, wenn ich Uwe gesehen habe. Ja, der hat so eine Ausstrahlung auf mich gehabt. Das war einfach Wahnsinn. Und als ich ihn dann kennengelernt habe, haben sich diese Eindrücke ja nicht nur bestätigt, sondern verfestigt. Das war Wahnsinn, was Uwe für ein Mensch war. Und dadurch habe ich auch dann die Beziehung zum HSV gehabt, immer dem HSV die Daumen gedrückt. Und dann, als ich meine Frau dann vor, muss ich kurz überlegen, 2009 kennengelernt habe und sie auch, sie kam aus Hamburg, auch HSV-Fan ist, hat sich das bei mir noch mehr verfestigt, habe ich noch mehr auf den HSV geachtet und habe seitdem dem HSV immer alles Gute gewünscht. Das mache ich auch weiterhin und ich fühle mich unglaublich wohl auch in der Stadt Hamburg. Das ist auch kein Geheimnis, dass Hamburg eine super, super schöne Stadt ist. Und bin ja zwischendurch auch ab und zu mal in Hamburg und genieße dann die Luft im Norden Deutschlands. Und das werde ich auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal tun. Ja, sehr wertschätzende Worte gegenüber Hamburg und dem HSV. Da Sie ja den HSV auch regelmäßig verfolgen, geben Sie doch mal eine Prognose ab, wie die Saison ausgeht. Vielleicht kommt es ja sogar zum Relegationsduell zwischen Ihrem Ex-Club, dem 1. FC Köln und eben dem HSV. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Ich glaube nicht, dass die Vereine und auch Steffen das anstrebt. Aber sie müssen erst mal Dritter werden und die Chance haben sie nach wie vor. Ja, Dritter zu werden, die Chance hat der HSV und dann, wenn es dann wirklich zum Duell mit dem 1. FC Köln kommt, das sind dann wieder Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ja? Das sind Drehbücher, die kann man sich normal gar nicht ausdenken, aber tabellarisch ist das ja durchaus denkbar. Und der 1. FC Köln würde sich, glaube ich, freuen und heute unterschreiben, wenn er 16. werden könnte, davon bin ich fest überzeugt. Beim HSV bin ich noch nicht davon überzeugt, dass sie das unterschreiben würden, weil eine kleine Möglichkeit rechnen sie sich, glaube ich, immer noch aus, an Kiel heranzukommen, dadurch, dass sie selber noch gegen Kiel spielen. Aber sie wären zum jetzigen Zeitpunkt bestimmt auch nicht unzufrieden, wenn sie noch Dritter werden können. Sonst hat ja eigentlich, sagt man ja eigentlich immer, dass der Bundesliga-Verein die deutlich besseren Karten hat, auch rein statistisch. Wenn es denn so käme, ist das dieses Jahr ein bisschen ausgeglichener? Gut, es könnte ja auch Mainz werden. Sagen wir mal, die beiden Clubs läuft ja im Moment zumindest hinaus. Ja, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube nicht, dass der VfL Bochum da noch reinrutscht. Dann müssten sie am Wochenende schon in Köln verlieren. Das ist für Köln ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ja, dann könnte vielleicht sogar noch der VfL Bochum da reinrutschen. Das kann ich mir aber schlecht vorstellen. Der HSV hat immer eine Chance in der Relegation, wenn es dann natürlich zum dritten Mal hintereinander ist, in der Relegation oder in die Relegation zu kommen, könnte man ja positiv sagen, ja, sie haben ja genug Erfahrung jetzt mit Relegationsspielen. Auf der anderen Seite negativ, ja, sie haben auch beide Relegationsspiele verloren oder die vier Relegationsspiele letztendlich nicht so gestaltet, dass sie die Bundesliga geschafft haben. In Berlin haben sie gewonnen, die anderen drei haben sie alle drei verloren. Und ich bin selber sehr gespannt darauf, wie das dort ausgeht. Ich werde das verfolgen, aber meine ganze Kraft und so weiter und noch höhere Aufmerksamkeit wird natürlich mein Club, meine Mannschaft hier in Kaiserslautern gehören. Ja, selbstverständlich. Und vor allem am 25. Mai, wenn dann ein sporthistorisches Spiel für den 1. FCK und auch für Sie dann auch der Traum in Erfüllung geht, nochmal nach Berlin zu reisen. Ja, und damit sind wir, glaube ich, Stefan, am Ende. Ne? Dann sagen
Wir Hamburger mit Relegationshintergrund, wie man ja zum Teil auch schon sagt. Herzlichen Dank, Herr Funke, für das sehr schöne Gespräch. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Und die kleinen technischen Probleme zwischendurch haben wir auch gut bewältigt. Oh. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Funkel, gerade, dass zwei Tage nach dem Einzug ins Pokalfinale dieser Termin dann auch möglich war. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche vor dem Auswärtsspiel des HSV beim 1. FC Magdeburg. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.